Hi zusammen! Ja, das hier wird ein kleines, kurzes Danke-Video. Und zwar geht das an den Jake vom Kanal Canadian Cutting Edge. Ein englischsprachiger YouTube-Kanal. Der Jake kommt aus Kanada. Ja, und ich habe bei einem Giveaway, ich glaube sogar es war 1000 Abo oder ein Jahr YouTube-Giveaway, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mitgemacht und habe dort was gewonnen. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Heute am Start Alexander Scherbukov Toucan mit Carbon Inlays. Sehr geil. Also geht's mal runter an den Schreibtisch. Ja, wer den Kanal vom Jake noch nicht kennt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Verlinke ich auf jeden Fall mal. Der Jake macht Reviews über, ich sag's mal, Low Budget Taschenfolder. Ganzo, Enlan, CRKT, ich weiß nicht was noch alles, sehr viele schöne Messer dabei. Ja, wie gesagt, ich habe eins gewonnen und schauen wir mal zusammen rein. Sehr gut verpackt, Jake. Thanks, Jake, very good packaging. Ja, und da haben wir das gute Stück. Ja, es handelt sich um ein kleines, feines Gentleman's Pocket Knife von Ganzo. Das bislang erste und einzige dieser Art, was sie gemacht haben. Hat hier einmal eine schöne Klinge. Wie man sieht, ist es auch der aus der Firebird-Serie. Dann haben wir hier noch eine zweite Klinge und sogar noch eine dritte Klinge. Schönes kleines Messer. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich mache es mal gerade alle auf. Die Verarbeitung ist erstaunlich gut. Hier wird man noch nur was ganz Kleines. Das ist gut abgeschliffen. Schärfetest. Gucken wir erstmal. Klinge 1, scharf. Klinge 2, auch scharf. Und Klinge 3, auch sehr scharf. Also, die sind wirklich sehr, sehr richtig scharf, die Teile. Ja, auch im geschlossenen Zustand. Also, die Verarbeitung ist hier wirklich sehr gut. Also hier sieht man zwar so einen leichten schwarzen Spalt. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber den Übergang merkt man hier kaum. Also wirklich sehr gut verarbeitet. Ja, die Pins merkt man leicht. Ist aber nicht weiter tragisch, finde ich. Schönes Holz. Schön das ganze Logo hier auch in Messing eingelassen. Gefällt mir gut. Ja, das war's an der Stelle auch schon. Ich sag nochmal, thank you very much, Jake, for this little knife. Yeah, I appreciate that you send it to me overseas. Thanks a lot. Ja, und allen anderen sage ich auch, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. Have a nice day. See you soon. Bye bye.